Guten Tag, meine Damen und Herren, und seien Sie erneut gegrüßt zu einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Ich hatte ja bereits in der letzten Predigt angefangen, Ihnen über die Identität der Vereinigten Staaten von Amerika und Großbritannien und dem britischen Commonwealth einiges mitzuteilen, und zwar anhand von Prophezeiungen der Bibel und auch anhand von geschichtlichen und archäologischen Aufzeichnungen. Und ich hatte Ihnen bereits das letzte Mal gesagt, dass ich keineswegs vorhabe, Sie mit diesen Details zu langweilen. Es kann natürlich sehr technisch werden, aber ich werde versuchen, dies so weit wie möglich zu vermeiden. Ich kann mich noch daran erinnern, vor vielen Jahren, als ich in Bonn Jura studierte, da gab es eine Vorlesungsreihe, wo uns der Professor von Anfang an schon gesagt hat, das ist eine Vorlesungsreihe, die fegt alle Zuhörer aus dem Hörsaal fort. Und so war es fast auch. Die meisten sind gar nicht da geblieben, obwohl dies eine Vortragsreihe war, die man eben, woran man sich beteiligen musste, um den Schein zu erhalten. Aber es war sehr technisch und sehr kompliziert. Nun, um Ihnen nur ein Beispiel zu geben, wie kompliziert es werden könnte, wenn ich mich auf alle diese archäologischen und geschichtlichen Dinge einlassen würde, die gesamten Völkerwanderungen, die ja nun Bezug haben auf auch die Völkerwanderungen der Israeliten. Es gibt hier eine Broschüre, die ich vor mir habe, die zeigt Ihnen ein wenig diese verschiedenen Pfeile. Sie sehen diese verschiedenen Pfeile hier, und das würde bedeuten, jeder einzelne Pfeil müsste da jetzt besprochen werden. Das würde ich keineswegs tun. Ich denke, dass auch so es deutlich werden wird anhand der Bibel, anhand der Aufzeichnungen, die ich Ihnen mitteilen werde, dass in der Tat die Vereinigten Staaten von Amerika und das britische Commonwealth die Nachfahren des damaligen Hauses Israel sind. Denken Sie daran, dass das Haus Israel unterschiedlich war von dem Haus Juda. Die Juden heute sind lediglich die Nachfahren des Hauses Juda, der dann letztendlich aus Juda und Levi und Benjamin bestand. Das Haus Israel, das Nordreich, das war ein total unabhängiges Reich. Nun sagen einige, ja, aber das kann ja gar nicht sein. Alle diese Prophezeiungen, die damals an Mose ergingen, diese Prophezeiungen, die von dem Segen und den Flüchen spielen und handeln, die also an das Haus Israel und auch an das Haus Juda ergingen, die haben sich damals bereits alle erfüllt. Interessanterweise ist es ja auch in der Tat so, dass also Israel und Juda zunächst einmal ins gelobte Land einzogen damals, aber sie sind natürlich nachher wieder herausgerissen worden. Aber die sagen, das hat sich alles so erfüllt, und diese Prophezeiungen, die ja an Mose ergingen, sie finden sie in verschiedenen Prophezeiungen im Alten Testament, das waren Prophezeiungen für das damalige Volk. Das hat mit uns heute nichts zu tun. Aber wir werden sehen, dass dies nicht der Fall sein kann. Und wenn wir an das Wort der Bibel glauben, wenn wir daran glauben, dass das, was in der Bibel steht, wahr ist, unumstößlich wahr ist, dann müssen diese Prophezeiungen sich noch erfüllen, oder sie müssen sich in der Endzeit, in der wir leben, bereits erfüllt haben, aber nicht nur in der Vergangenheit. Denn ansonsten wären diese Prophezeiungen ja fehlgelaufen. Ich möchte zunächst einmal auf eine Stelle hinweisen, und zwar im ersten Buch Mose, Kapitel 17 und Vers 4. Da ergeht ja eine Prophezeiung an Abraham. Und wie wir alle wissen, Abraham, der Vater von Isaak, der Vater von Jakob. Jakob wurde dann in Israel umbenannt, und da kommen dann die Stämme Israels her. Schauen wir uns an, was Gott dem Abraham gesagt hat. Im ersten Buch Mose, Kapitel 17 und in Vers 4. Ersten Buch Mose, Kapitel 17 und Vers 4. Da sagt Gott, siehe, ich habe meinen Bund mit dir, und du sollst ein Vater vieler Völker werden. Also das Versprechen war, dass Abraham ein Vater vieler Völker werden würde. Nicht nur eines Volkes oder zwei Völker, sondern vieler Völker. Nun, das ist im Alten Testament nie eingetreten. Das Volk Israel war zunächst einmal eine Nation, ein Volk. Und auch bei der Reichsteilung, als dann unter dem Sohn von Salomo die Nation Israel sich von der Nation Juda abspaltete, gab es nur zwei Häuser, das Haus Israel und das Haus Juda.
Also die Idee, dass damals bereits schon, selbst im Zeitpunkt von Salomo und seinen Nachkommen, sich diese Prophezeiung erfüllt haben sollte, und da waren die bereits hier schon im gelobten Land, ist verkehrt. Denn die Bibel sagt eindeutig, Abraham würde der Vater vieler Völker werden. Schauen wir uns auch eine weitere Prophezeiung an, im 1. Buch Mose, Kapitel 22 und in Vers 17. 1. Buch Mose 22 und Vers 17. Auch hier wiederum wird eine Prophezeiung, ein Segen an Abraham gegeben. Und es heißt hier, ich will dein Geschlecht segnen und mehren wie die Sterne am Himmel und wie den Sand am Ufer des Meeres. Einige sagen, das bezöge sich auf die Juden heute. Kann man wirklich sagen, oder damals auch, kann man wirklich sagen, dass Gott die Juden vermehrt hat wie die Sterne am Himmel und wie den Sand am Ufer des Meeres? Und dann heißt es, und deine Nachkommen sollen die Tore ihrer Feinde besitzen. Die Tore ihrer Feinde. Tore, das sind Wegweiser, sagen wir einmal. Das sind also Begrenzungen, durch die man hindurch muss, wie das ja auch das Wort Tor zum Ausdruck bringt, um von einem Punkt zu einem anderen zu gelangen. Also sehr strategisch wichtige Ortschaften und Tore, das können also Tore sein, die im Meer liegen, am Meer. Das können Tore sein, die sich auf dem Land befinden. Man könnte zum Beispiel an den Panama-Kanal denken, den Suez-Kanal und so weiter und so fort. Also hier wird diese Prophezeiung gegeben, dass die Nachfahren des Abraham die Tore ihrer Feinde besitzen würden. Auch das kann man nicht sagen im Hinblick auf die Juden heute, dass das bei denen der Fall wäre. Und selbst das damalige Haus Israel hat nicht unbedingt viele Tore ihrer Feinde besessen. Eine weitere Prophezeiung findet sich in 1. Buch Mose, Kapitel 48. 1. Buch Mose, Kapitel 48 und in Vers 19. Dann schauen Sie, die Argumentation ist ja auch die, dass einige sagen, okay, also diese Prophezeiungen, die können sehr wohl für heute Belang haben, aber die gelten dann nur für die Juden. Das große Missverständnis ist ja eben das, dass die meisten Menschen meinen, wenn von Israel die Rede ist oder dem Hause Israel, damit sind die Juden gemeint. Und wie wir bereits schon gesehen haben, wie wir noch sehen werden, ist das keineswegs der Fall. Kann dies keineswegs der Fall sein. In 1. Buch Mose Kapitel 48 lesen wir in Vers 19. Das hatten wir bereits in der letzten Sendung angesprochen. Hier wird eine Segnung gegeben von Israel an Josefs Söhne in Ägypten, Ephraim und Manasse. Der Josef, der hatte zwei Söhne, die brachte er dem Vater Israel, der ja auch Jakob hieß, und er segnete die. Und schauen wir uns an, was er sagte. 1. Mose 48 und Vers 19. Sein Vater Jakob, der dann zu Israel wurde, sein Vater weigerte sich und sprach, ich weiß wohl, mein Sohn, ich weiß wohl. Dieser, die Rede ist von Manasse, dem ursprünglich Erstgeborenen, dieser soll auch ein Volk werden und wird groß sein. Schauen Sie, der Manasse würde ein Volk werden und groß sein. Denken wir daran, wenn wir uns ein wenig jetzt die Jetztzeit anschauen, welches wohl immer noch das größte Volk, die größte Nation auf Erden ist. Also dieser soll ein Volk werden und groß sein. Aber sein jüngerer Bruder, der Ephraim, der wird größer als er werden und sein Geschlecht wird eine Menge von Völkern werden. Eine Menge von Völkern. Oder wie einige englische Bibeln das übersetzen, ein Commonwealth von Völkern oder Nationen. Denken wir an das britische Commonwealth, das ja sehr viele Völker, sehr viele Nationen in sich vereinigt hat. Und das gibt es ja heute auch noch. Ich weiß nicht, ob Sie das wussten, aber zum Beispiel ist die Königin von England nach wie vor das Oberhaupt von Australien, das Oberhaupt von Kanada, das Oberhaupt von Indien. Also hier wird von Ephraim gesprochen, der sollte zu einer Menge von Völkern werden durch Kolonisation. Die sollten also ausgehen und kolonialisieren.
Das ist auf Juda, das ist auf das alte Haus Israel keineswegs anzuwenden. Die sind niemals damals zu einer Menge von Völkern geworden und noch unabhängig von dem einen Volk, das sich auf Manasse bezieht. Diese Prophezeiungen müssen also später erfüllt worden sein, haben sich nicht erfüllt im Zeitpunkt des alttestamentlichen Israel und Juda. Schauen wir uns auch 1. Mose 49 an und Vers 13. 1. Mose 49 und Vers 13. Hier werden jetzt Segnungen gegeben für alle Söhne Jakobs. Unter anderem hier für den Sebulon, einer der Söhne Jakobs. Und es heißt hier, Sebulon wird am Gestade des Meeres wohnen und am Gestade der Schiffe und reichen bis Sidon. Also der Sebulon, die Nachfahren von Sebulon, die sollten am Gestade des Meeres wohnen. Nun, wenn Sie eine Karte haben, und viele Bibeln haben ja eine Landkarte, die uns zeigen, wie damals im gelobten Land die Aufteilung erfolgte, dann schauen Sie sich einmal an, wo damals der Sebulon war. Keineswegs am Gestade irgendeines Meeres. Der war damals eingepfercht im Inland, von anderen seiner Brüder umgeben. Aber die Bibel sagt letztendlich, und diese Prophezeiungen sind Endzeitprophezeiungen, letztendlich würde Sebulon am Gestade des Meeres liegen. Und die würden dann auch natürlich durch ihre Schiffe in der ganzen Welt herumfahren. Und heute kann Sebulon, das moderne Sebulon, als die Niederlande identifiziert werden. Aber der Punkt, den ich hier machen möchte, ist, dass damals diese Prophezeiung nicht erfüllt wurde. Damals hat Sebulon keineswegs am Gestade des Meeres gelegen. Eine weitere Argumentation, eine weitere Entgegnung der Idee, dass die Prophezeiungen an das Haus Israel und auch an das Haus Juda endzeitliche Natur haben und in der Zukunft, mit anderen Worten, weitaus später als zur Zeit des Alten Testamentes erfüllt werden würden. Eine weitere Idee ist die, dass man sagt, dass das Haus Israel und das Haus Juda sich wieder vermischten. Also es ist nicht so, wie ich das in der letzten Sendung ausgeführt habe, dass nur das Haus Juda aus der babylonischen Gefangenschaft zurückkehrte und das Haus Israel, das ja vorher bereits von den Assyrern in Gefangenschaft geführt wurde, dass die nie zurückkehrten ins gelobte Land. Einige sagen, nein, die kamen beide zurück. Die kamen alle zurück. Diese Prophezeiungen, von denen wir noch hören werden, dass sowohl das Haus Israel als auch das Haus Juda in das gelobte Land zurückkehren würden, die sind damals bereits erfüllt worden. Schauen wir uns an, was Hesekiel Kapitel 37 uns sagt. Hesekiel Kapitel 37, angefangene Vers 15. Hesekiel Kapitel 37, und ich lese die Verse 15 bis 22. Da heißt es, angefangen in Vers 15. Und des Herrn Wort geschah zu mir: Du Menschenkind, nimm dir ein Holz und schreibe darauf. Für Juda und Israel. Also auch hier sehen wir wieder die Unterscheidung. Ich frage mich eigentlich, warum so viele, die heute über die Endzeit predigen und über Israel predigen und sagen, dass das also Juda sei, dass die nie hier diese Unterscheidung erkennen können. Hier wird es deutlich gemacht, für Juda und Israel, die sich zu ihm halten. Und nimm noch ein Holz und schreibe darauf, Holz Ephraims, für Josef und das ganze Haus Israel, das sich zu ihm hält. Also hier wird ganz eindeutig gezeigt, dass das Haus Israel etwas anderes ist als das Haus Juda und dass Josef derjenige sein würde und sogar Ephraim derjenige sein würde, der letztendlich das Haus Israel in gewisser Weise führen würde. Es heißt hier, und füge eins an das andere, Vers 17, dass es ein Holz werde in deiner Hand. Wenn nun dein Volk zu dir sprechen wird, willst du uns nicht zeigen, was du damit meinst.
So spricht zu ihnen, so spricht Gott, der Herr, siehe, ich will das Holz Josefs, das in der Hand Ephraims ist, nehmen, samt den Stämmen Israels, die sich zu ihm halten, und will sie zu dem Holz Judas tun und ein Holz daraus machen, und sie sollen eins sein in meiner Hand. Und du sollst die Hölzer, auf die du geschrieben hast, in deiner Hand halten, vor ihren Augen, und sollst zu ihnen sagen, so spricht Gott der Herr, siehe, ich will die Israeliten herausholen aus den Heiden, wohin sie gezogen sind, und will sie von überall her sammeln und wieder in ihr Land bringen, und will ein einziges Volk aus ihnen machen im Land auf den Bergen Israels, und sie sollen allesamt einen König haben und sollen nicht mehr zwei Völker sein und nicht mehr geteilt in zwei Königreiche. Wann sollte dies geschehen? Lesen wir weiter. Vers 23. Und sie sollen sich nicht mehr unrein machen mit ihren Götzen und Gräuelbildern und allen ihren Sünden. Ich will sie retten von allen ihren Abwegen, auf denen sie gesündigt haben, und will sie reinigen. Und sie sollen mein Volk sein, und ich will ihr Gott sein. Und mein Knecht David soll ihr König sein. Und der einzige Hirte für sie alle. Und sie sollen wandeln in meinen Rechten und meine Gebote halten und danach tun. Also diese Vereinigung sollte stattfinden im Zeitpunkt der Auferweckung Davids. Wenn David von den Toten auferweckt werden würde, wenn er in der ersten Auferstehung hochkommen würde, und wir wissen, dass diese erste Auferstehung stattfinden wird, wenn Jesus zurückkommt. Schauen Sie, diese Prophezeiung ist eine zukünftige Prophezeiung, die sich noch nicht erfüllt hat. Und in diesem Zeitpunkt, sagt Gott, wird es immer noch zunächst einmal zwei Völkerschaften geben. Das Haus Israel und das Haus Juda. Bis zu diesem Zeitpunkt werden die eben nicht vereint sein. Und er sagt, und dann werden die alle ins gelobte Land zurückkehren, nicht vorher. Diejenigen, die diese Stellen zum Beispiel lesen und sagen, ja, die bezieht sich jetzt auf die Juden. Das heißt ja, die Juden, die kommen aus allen Völkern heraus, die werden herausgezogen und werden dann ins gelobte Land gebracht. Das war nur ein Vorläufer bezüglich der Juden, die ja heute im Nahen Osten sind. Ein Vorläufer für das, was in gewaltigen großen Umfange noch geschehen wird. Die meisten Juden, nebenbei gesagt, sind heute auch noch nicht im gelobten Land. Man sagt, dass es in New York mehr Juden gibt als im Nahen Osten. Aber das sind Prophezeiungen für die Zukunft. Die haben sich eben noch nicht erfüllt. Auch hier wiederum ist zu beachten, dass es wiederum um das Haus Israel geht, das noch nicht bis zur Rückkehr Jesu Christi vereinigt sein wird mit dem Haus Juda. Schauen wir uns Hosea an, Kapitel 1. Hosea, Kapitel 1 und Vers 4. Hosea, Kapitel 1 und Vers 4. Der Herr sprach zu ihm, nenne ihn Jezreel. Denn es ist nur noch eine kurze Zeit. Dann will ich die Blutschuld von Jezreel heimsuchen am Haus Jehu und will mit dem Königreich des Hauses Israel ein Ende machen. Hosea sagt uns, dass damals die Zeit kommen würde, wenn das Königreich Israels zu Ende gehen sollte. Das Königreich Israels. Und das geschah so ungefähr im Jahre 800 vor Christus, als diese Prophezeiung erging. Und später wurde ja auch das Königreich Israel, wie wir das bereits in der letzten Sendung gesehen haben, durch die Assyrer versklavt. Und die wurden dann herausgeführt aus dem gelobten Land und kehrten niemals mehr zurück. Wenn einige sagen, ja, aber es hat eine Vermischung dann doch gegeben später unter den Persern und die persische Herrschaft, die hat sich ungefähr so zwischen 538 und dann 330 vor Christus abgespielt. Wenn es überhaupt eine Vermischung gab, geschah die in Persien. Aber wir hatten ja gelesen im Buch Ezekiel, dass die Vermischung oder die Vereinigung, würde ich einmal sagen, stattfinden würde im gelobten Land. Also nicht in Persien oder irgendwo anders. In Hosea Kapitel 2 und Vers 1. Hosea Kapitel 2 und Vers 1.
Es wird aber die Zahl der Israeliten sein wie der Sand am Meer, den man weder messen noch zählen kann. Denken wir daran, dass Gott dies genau dem Abraham prophezeit hatte und versprochen hatte. Im Zeitpunkt des Hosea war das scheinbar noch nicht der Fall geworden, denn er sagt, es wird die Zahl der Israeliten sein wie der Sand am Meer, den man nicht zählen kann, und es soll geschehen. Anstatt dass man zu ihnen sagt, ihr seid nicht mein Volk, wird man zu ihnen sagen, o ihr Kinder des lebendigen Gottes. Schauen Sie, die Kinder Israel oder das Volk, die sollten nicht untergehen, wird uns hier erzählt, sondern sie sagen, wir sind nicht dein Volk. Sehr interessant, auch im Hinblick auf andere Prophezeiungen, zum Beispiel im Buch Jesaja, wo deutlich wird, dass das endzeitliche Haus Israels seine Herkunft nicht kennt, nicht versteht, dass sie die Nachfahren Abrahams sind und dass Gott ihr Gott ist. So sagen sie auch hier, wir sind nicht ein Volk oder das Volk, könnte man auch übersetzen. Aber Israel und Juda werden sich vereinigen. Vers 2 in Hosea Kapitel 2. Denn es werden die Judäer und die Israeliten zusammenkommen und werden sich ein gemeinsames Haupt erwählen und aus dem Lande heraufziehen, denn der Tag Jesraels wird ein großer Tag sein. Wann wird das geschehen? Der große Tag Gottes, der Tag des Herrn, der Zeitpunkt, wenn Jesus Christus zurückkommen wird. Wir hatten auch gesehen, wer dann über die Israeliten und die Juden herrschen wird. David, der auferweckt werden wird zu dem Zeitpunkt. In Hosea Kapitel 3 und Vers 5. Hosea Kapitel 3 und Vers 5. Dann werden sich die Israeliten bekehren und den Herrn ihren Gott und ihren König David suchen und werden mit Zittern zu dem Herrn und seiner Gnade kommen in letzter Zeit. Also hier wird ganz deutlich gesagt, dass dies eine Endzeitprophezeiung ist, die noch kommen wird. Und wie ich da sagte, sowohl die Vereinigten Staaten von Amerika als auch die Länder des britischen Commonwealths und hauptsächlich Großbritannien sind heute Länder, die sich keineswegs zu Gott bekehrt haben. Die können noch so viel sagen, dass sie ein gottgehorsames Volk sind und können von Gott sprechen. Ich spreche von dem wahren Gott der Bibel. Und Gott sagt, diese Bekehrung hat noch nicht stattgefunden. Im Gegenteil, wir werden uns Prophezeiungen anschauen. In dieser Sendung, vielleicht in der nächsten. Die uns zeigen, was für die Vereinigten Staaten von Amerika und Großbritannien bevorsteht. Keine angenehmen Prophezeiungen. Warum? Weil sie sich eben noch nicht zu Gott bekehrt haben, heute. Gott nennt sie sogar ein gottloses Volk. Mit anderen Worten, ein Volk, das nicht den wahren Gott anbetet. Wie heute die meisten Nationen und Völker nicht den wahren Gott anbeten. Wenn Sie aus Deutschland kommen oder Österreich und sich jetzt diese Predigt anhören, muss ich Ihnen auch sagen, die überwiegende Mehrheit der deutschen und österreichischen Bevölkerung, die betet keineswegs den wahren Gott an. Viele sogar sind sogar Atheisten und sagen, dass sie gar nicht an Gott glauben, an überhaupt einen Gott. Aber es geht mir nicht um einen Gott, es geht mir um den wahren Gott der Bibel. Die meisten Menschen heute glauben nicht an ihn und beten ihn nicht an und sind ihm nicht gehorsam. Und diese Bekehrung, die dann nicht nur für Israel und Juda erfolgen wird, sondern für die ganze Welt, die ist noch nicht eingetreten, aber die wird noch kommen. Der Zeitpunkt wird hier klar und deutlich zum Ausdruck gebracht, wenn der König David auferweckt sein wird, wenn er der König werden wird über das Haus Israel und das Haus Juda, natürlich unter Jesus Christus, der ja sich auf den Thron David setzen wird. Er wird natürlich der oberste Herrscher der Welt sein. Schauen wir uns Hosea Kapitel 8 an. Hosea Kapitel 8 und Vers 8. Hosea Kapitel 8 und Vers 8. Verschlungen wird Israel. Die Heiden gehen mit ihnen um wie mit einem Gefäß, das niemand
haben will. Das ist Hosea Kapitel 8 und Vers 8. Diese Prophezeiung bezieht sich auf Israel, nicht Juda. Etwas, was noch kommen wird. Wir sehen bereits heute schon, wie die Vereinigten Staaten von Amerika mehr und mehr isoliert dastehen in der Welt. Allen versuchen zum Trotz noch Einfluss zu haben. Es wird sogar hier in Amerika gesagt, dass wir gar nicht mehr allzu großen Einfluss haben wollen in der Welt. Die Zeit, Polizist der Welt zu sein, ist vorbei. Und so weiter und so fort. Es wird dahin kommen, dass alle Nationen die Vereinigten Staaten von Amerika ablehnen werden. Es wird, wie es heißt, zu einem Gefäß werden, das niemand haben will. Um das sich keiner mehr kümmern will, was die so sagen. Auch heute schon in Deutschland ist es ja so, dass die meisten der Europäischen Unionsmitglieder und also auch die in Deutschland sich gar nicht sehr darum kümmern, was so von Amerika kommt. Vor allen Dingen, wenn es um die Wirtschaftsfragen geht. Ein neuer Bund wird geschlossen werden mit Israel und Juda zum Zeitpunkt der Wiederkehr Christi. Aber schauen Sie, dieser Bund ist noch nicht geschlossen worden. Die Bekehrung von Israel und Juda hat noch nicht stattgefunden. Aber sie wird stattfinden, wenn Christus zurückkommt. Einige sagen, ja, aber als damals der Esra und der Nehemia, das waren ja die Führer, die aus Persien kamen, Babylon und dann Persien unter König Cyrus, als die zurückgingen, dann nach Jerusalem und begannen, Jerusalem wieder aufzubauen, die Stadtmauer wieder herzurichten, den Tempel wieder zu erbauen. Da sind alle Israeliten auch mitgegangen. Das waren nicht nur die Juden, das waren also auch alle Israeliten. Und die haben so zwei, drei Stellen, die, wenn man sie nicht aufmerksam liest, dies andeuten könnten. Sie sagen, also da hat dann die Vermischung schon stattgefunden. Also die kehrten alle dann aus Babylon nach Jerusalem zurück. Also diese Prophezeiungen, die sind bereits erfüllt. Nun, wie bereits gezeigt, kann das keineswegs der Fall sein, denn damals war ja der David nicht von den Toten auferweckt worden. Aber schauen wir uns einmal diese Entgegnung, diese Stellen näher an. Im Buch Esra. Esra Kapitel 2. Esra Kapitel 2. Und lesen wir Vers 70. Esra Kapitel 2. Und Vers 70, da heißt es, so ließen sich die Priester und die Leviten und einige andere Leute in Jerusalem nieder und die Sänger und die Torhüter und die Tempelsklaven in ihren Städten und alle übrigen aus Israel in ihren Städten. Aha, also das heißt ja hier, alle übrigen aus Israel, die kamen also auch zurück nach Juda. Damals ist dann diese Prophezeiung eingetreten, dass sie wieder ins gelobte Land zurückgekehrt seien. Auch im Buch Nehemia. Nehemia Kapitel 7 und Vers 72. Nehemia Kapitel 7 und Vers 72. Und die Priester und die Leviten, die Torhüter, die Sänger und einige andere Leute und die Tempelsklaven und ganz Israel ließen sich in ihren Städten nieder. Nun, das spielt so ungefähr um das Jahr 536 vor Christus. Denken wir daran, dass das Haus Israel und das Haus Juda ein großes Volk oder große Völker gewesen waren im Zeitpunkt ihrer Versklavung. Wenn wir also sagen, dass das gesamte Haus Israel damals zusammen mit Esra und Nehemia und den Juden nach Jerusalem zurückgekehrt sein, dann müssten das so ungefähr mehrere Millionen Menschen gewesen sein. Aber schauen wir uns einmal an, wie viele Menschen es waren, die damals zurückkehrten. In Esra Kapitel 2. Esra Kapitel 2 und die Verse 64 und 65. Esra Kapitel 2 und die Verse 64 und 65. Die ganze Gemeinde zählte insgesamt 42.360. Ausgenommen ihre Knechte und Mägde, diese waren 7.337,
dazu 200 Sänger und Sängerinnen. So, über den Daumen gepeilt, so insgesamt kehrten 50.000 zurück. Nicht mehrere Millionen von Menschen. Das sollte uns bereits schon sagen, dass keineswegs das Haus Israel damals zurückgekehrt ist. Schauen wir uns auch das Buch Esther an, Esther Kapitel 9. Esther Kapitel 9 und angefangen in Vers 6. Esther Kapitel 9 und Vers 6. Es geht hier natürlich um die berühmte Erzählung, wo damals man versuchte, das Haus Juda auszurotten in Babylon. Und die Königin Esther war in der Lage, dies zu verhindern. Und es heißt hier in Esther Kapitel 9 und Vers 6, und in der Festung Susa töteten und brachten die Juden um, die waren jetzt also dazu berechtigt worden, sich gegen die Angreifer zu verteidigen, da brachten die Juden um 500 Mann. Nun die Verse 15 und 16 im gleichen Kapitel. Und die Juden in Susa versammelten sich auch am 14. Tage des Monats Adar und töteten in Susa 300 Mann, aber an ihre Güter legten sie die Hände nicht. Auch die anderen Juden in den Ländern des Königs kamen zusammen, um ihr Leben zu verteidigen und sich vor ihren Feinden Ruhe zu verschaffen, und töteten 75.000 von ihren Feinden, aber an die Güter legten sie die Hände nicht. Also das geschah so um ein Jahrhundert später. Da lebten noch immer viele Juden in Babylon. Also ich möchte dies deshalb betonen, weil die Idee, dass damals alle Juden sogar nach Jerusalem zurückgekehrt seien, total verkehrt ist. Da lebten noch sehr viele Juden in Babylon. Wie auch heute, wie ich sagte, sehr viele Juden außerhalb des Staates Israel leben. Und das müssen offensichtlich ziemlich viele gewesen sein, wenn die in der Lage waren, 75.000 Feinde zu töten. Wenn man die Zahlen alle addiert, waren es vielleicht sogar noch mehr, die sie töten konnten. Das können nicht nur ein paar hundert gewesen sein. In Esther Kapitel 9 und Vers 30 wird gesagt, und man sandte die Schreiben allen Juden in den 127 Ländern des Königreiches des Ahasveros mit Grußworten des Friedens und der Treue. Also hier sehen wir, dass es 127 Länder damals gab, wo noch die Juden lebten. Länder, über die der König von Persien, dieser Ahasveros, herrschte. Ein anderer Name für Xerxes. Also auch hier zeigt sich, dass die Juden keineswegs alle nach Jerusalem zurückgezogen sind. Scheinbar waren die meisten nicht zurückgegangen. Lebten noch im Persischen Reich irgendwo anders. Das war die Zeit der sogenannten Diaspora. Nach der babylonischen Gefangenschaft waren die Juden in nahe und ferne Länder zerstreut worden. Die meisten Juden kehrten nicht nach Palästina zurück. Von daher ist schon klar, dass nicht ganz Israel, wenn man jetzt mit Israel sich auf das Haus Israel und das Haus Juda beziehen wollte, also ganz Israel ist keineswegs nach Jerusalem zurückgekehrt. Aber wie ist dann diese Aussage in Esra Kapitel 2 zu verstehen? Kehren wir wieder zu Esra Kapitel 2 und Vers 70 zurück und lesen wir es noch einmal. Esra Kapitel 2 und Vers 70. Wo es heißt, nachdem zunächst einmal die Priester aufgeführt wurden und die Leviten und so weiter und so fort, und alle übrigen aus Israel, die kehrten in ihren Städten zurück. Nun zunächst einmal steht das Wort übrigen nicht im Urtext. Das haben also die Übersetzer hinzugefügt, um die Sinngestaltung deutlicher zu machen, haben es dadurch aber nur noch weiter verundeutlicht. Schauen Sie, alle aus Israel, was hier gesagt wird, die zurückkehrten, die werden hier erwähnt. Das heißt Priester, Leviten, Sänger und so weiter. Es waren diese Leute, die sich in den Städten niederließen. Denn natürlich waren ja die Juden Nachfahren Israels, des Jakobs.
Es ist auch so natürlich, dass einige damals schon, bereits vor der Versklavung des Hauses Israel, einige aus dem Haus Israel hatten sich bereits schon dann an die Juden gewandt, hatten sich auch bei denen niedergelassen. So einige haben durchaus dort gelebt. Aber natürlich nicht die überwiegende Mehrzahl. Die überwiegende Mehrzahl wurde versklavt von den Assyrern und kehrten nie ins gelobte Land zurück. Also diese Stellen können keineswegs dazu herhalten, um zu sagen, dass das alles sich damals schon bereits erfüllt habe. Diese Wiederherstellung der Gemeinschaft des Hauses Israel und des Hauses Juda und dann die Zurückführung ins gelobte Land beider Völkerschaften, die steht noch aus. Die hat es noch nie gegeben, bislang. Einige sagen, ja, nun gut, als die Israeliten namens das Haus Israel, als die in die Versklavung geführt wurden, da hörten die auf zu existieren. Dann schauen Sie, wie ich sagte, wir sprechen von Millionen von Menschen. Die hören nicht so einfach auf zu existieren. Die müssen irgendwo noch existieren. Die haben damals überlebt. Und natürlich, diese Prophezeiungen, die wir gelesen haben, die sagen uns ja auch, dass dieses Haus Israel, die Nachfahren, heute noch existiert. Die werden sogar auch noch zum Zeitpunkt existieren, wenn Christus zurückkommt. Aber es sind eben nicht die Juden. Einige sagen, ja, aber Israel, das bezieht sich lediglich auf die Juden, die heute im Staat Israel leben. Wie sagte, mehr als diejenigen, die im Staat Israel leben, die leben von den Juden in New York und in anderen Ländereien, wie damals ja auch im Persischen Reich viele in 127 Städten lebten. Und die kehrten gar nicht nach Israel und nach Jerusalem zurück. Und dann sagen einige, ja, aber wie kann überhaupt denn Manasse zum Beispiel, wie kann das denn die USA sein? Denn Manasse, das sind ja die Nachfahren des Hauses Israel, das kann ja gar nicht stimmen, denn die USA, das ist ja ein Schmelztiegel von allen möglichen Nationen, von allen möglichen Völkerschaften. Wie können die überhaupt mit den USA, oder vielmehr, wie können die mit Manasse identifiziert werden? Selbstverständlich ist die USA ein Schmelztiegel. Aber schauen wir uns einmal eine interessante Prophezeiung im Buch Hesekiel an. Hesekiel Kapitel 47. Hesekiel Kapitel 47 und die Verse 21 bis 23. Es ist dies eine Prophezeiung noch für die Zukunft, nachdem Jesus Christus zurückgekommen ist, nachdem das Haus Israel und das Haus Juda im gelobten Land sein werden. Da lesen wir Folgendes in den Versen 21 bis 23. Und ihr sollt dies Land austeilen unter die Stämme Israels. Und wenn ihr das Los trefft, um das Land unter euch zu teilen, so sollt ihr die Fremdlinge, die bei euch wohnen und Kinder unter euch zeugen, halten wie die Einheimischen unter den Israeliten. Mit euch sollen sie ihren Erbbesitz erhalten unter den Stämmen Israels. Und ihr sollt auch ihnen ihren Anteil am Lande geben, jedem bei dem Stamm, bei dem er wohnt, spricht Gott der Herr. Also selbst in der Zukunft werden Fremdlinge im Hause Israel sein und auch als solche akzeptiert sein. Das hat es durch die gesamte Bibel hindurch gegeben, dass Fremdlinge auch schon im Alten Testament bei den Israeliten waren. Und auch im Neuen Testament, die sich dann zum Judentum bekehrten, die wurden Proselyten genannt. Also die Tatsache, dass es viele natürlich in Amerika gibt, die nicht Nachfahren des Hauses Israel sind oder des Stammes Manasse, widerlegt nicht die Tatsache, dass Gott von Amerika als von Manasse spricht. Wie hat Gott das bewerkstelligt? Das ursprünglich, kehren wir jetzt zurück, als so Amerika entstand, dass ursprünglich die Nachfahren von Manasse sich nach Amerika begaben, von Ephraim, wo sie lebten, also von Großbritannien aus, und dort dann in Amerika sich niederließen. Hat das Gott irgendwie bewerkstelligt? Hatte Gott irgendetwas damit zu tun? Oder ist das alles so zufällig geschehen? Schauen Sie im Buch Amos. Gibt es eine sehr interessante Prophezeiung. Und auch da wieder, wenn wir dem Glauben schenken wollen, was die Bibel sagt, dann ist die Antwort auf die Frage, wie denn Manasse heute Amerika sein kann,
Eigentlich gar nicht so schwierig, wenn wir dem glauben wollen, was die Bibel sagt. Amos Kapitel 9, die Verse 8 und 9. Da heißt es, siehe, Amos Kapitel 9, angefangen in Vers 8, siehe, die Augen Gottes des Herrn sehen auf das sündige Königreich, das ist aus Israel, dass ich es vom Erdboden vertilge. Wiewohl ich das Haus Jakob, hier wird ganz deutlich gesagt, wer gemeint ist, nicht ganz vertilgen will, spricht der Herr. Denn siehe, ich will befehlen und das Haus Israel unter alle Heiden schütteln lassen, gleich wie man mit einem Sieb schüttelt und kein Stein zur Erde fällt. Es geht hier nicht um die Juden. Ganz eindeutig wird hier vom Haus Israel gesprochen. Die würden unter alle Heiden zunächst einmal geschüttelt werden. Natürlich, die Assyrer, die kamen und haben es versklavt. Aber dann sagt Gott, ich werde über die wachen und ich werde dazu beitragen und dazu sehen, dass kein Stein, kein Mitglied des Hauses Israel zur Erde fällt, unbeachtet von mir. Es war also Gott, der zugesehen hat, dass die Nachfahren von Manasse, damals aus Ephraim ausgehend, nach Amerika auswanderten. Nun, viele heute, die sich irgendwie auf Ahnenforschung verstehen und sagen, ja, ich bin aber zum Beispiel ein Nachfahre der Deutschen oder ich bin ein Nachfahre der, was weiß ich, der Norweger, der Schweden, der Engländer und so weiter und so fort. Ich kann also von daher kein Manasse-Mitglied sein. Die verstehen nicht, dass vielfach damals, als die Assyrer die Israeliten in die Gefangenschaft führten, natürlich dann die Israeliten ihre Idee, also ihr Wissen um ihre Herkunft letztendlich verloren haben. Aber viele, die sich zum Beispiel für Deutsche halten und die heute in Amerika leben, sind keineswegs Nachfahren der Assyrer, die ja die heutigen Deutschen vielfach sind, sondern eben Nachfahren von Manasse. Wie zum Beispiel auch die Königin von England, wie ich das letztes Mal sagte, ein Nachfahre des Hauses David ist. Denn sie sitzt ja auf dem Thron Davids. Nun, die weiß das vielleicht selber nicht und viele sehen das auch nicht so. Die verstehen nicht, dass sie aus dem jüdischen Stamm kommt. Aber gleichwohl ist dies der Fall, wenn wir dem glauben wollen, was die Bibel sagt. Also Gott hat zugesehen, dass er die Individuen, die er ja kannte, auf die er ja Acht hatte und die zum Stamm Manasse gehörten, die würden dann nach Amerika auswandern. Wir sehen die gewaltige Einflussnahme, die Gott hin und wieder an den Tag legt, wenn es darum geht, seine Pläne, seinen Willen zu erfüllen. Schauen Sie, Gott ist ohne Frage grenzenlos und total machtvoll und kann und nichts kann ihm entgehen und nichts kann verhindern, dass das, was er vorhat, auch in Erfüllung kommt. Nun, wir finden eine interessante, bemerkenswerte Prophezeiung, auf die ich jetzt nicht näher eingehen will, aber ich möchte kurz sagen, diese Prophezeiung, die besagt, dass in der Endzeit Fremdlinge über die Israeliten herrschen werden, und zwar im eigenen Land. Und wir sehen natürlich auch hier in Amerika, wie vielfach diejenigen, die eben nicht von dem Stamm Manasse herrühren, mehr und mehr Einfluss genommen haben in den Vereinigten Staaten von Amerika. Aber jetzt die Frage, wie kann es überhaupt sein, dass wir behaupten können, dass heute die Vereinigten Staaten von Amerika Manasse sind und dass zum Beispiel Ephraim der Vorfahre von Großbritannien und dem Commonwealth ist. Wieso kann man das so sagen? Denn letztendlich wurde Amerika und auch das britische Commonwealth, die wurden ja erst zu einer weltweiten Macht, so um 1800 herum. Da begann ihr Aufstieg. Vorher waren die eigentlich gar nicht so einflussreich. Wussten Sie, dass die Bibel genau das prophezeit, dass genau das geschehen würde, dass so um 1800 herum dieser Aufstieg dieser beiden Völkerschaften entstehen würde? Schauen wir uns einmal 5. Buch Mose, Kapitel 30 an.
Nun, ich warne Sie ein wenig jetzt, das wird ein bisschen technisch, aber da komme ich jetzt nicht drum rum, um Ihnen das hier vorzutragen, um den Blickwinkel für alles hier zu gewinnen. 5. Buch Mose, Kapitel 30. Da werden nämlich von Segnungen und von Flüchen gesprochen, die Gott damals dem Haus Israel in der Allgemeinheit und auch natürlich dann dem Haus Juda ankündigte. Der sagte also, wenn ihr mir gehorcht, dann werdet ihr gesegnet werden. Wenn ihr mir aber nicht gehorcht, dann werde ich euch den Segen vorenthalten oder nicht geben oder wieder von euch wegnehmen. Und so lesen wir in 5. Buch Mose im 30. Kapitel, angefangen in Vers 1. Wenn nun dies alles über dich kommt, es sei der Segen oder der Fluch, die ich dir vorgelegt habe, und du es zu Herzen nimmst, wenn du unter den Heiden bist, unter die dich der Herr dein Gott verstoßen hat, und du dich bekehrst zu dem Herrn deinem Gott, dass du seiner Stimme gehorchst, du und deine Kinder, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, in allem, was ich dir heute gebiete, so wird der Herr, dein Gott, deine Gefangenschaft wenden. Schauen Sie, es geht hier um eine zukünftige Gefangenschaft des Hauses Israel. Denn diese Bekehrung, von der hier gesprochen wird, die hat noch nicht stattgefunden. Es geht nicht nur um eine damalige Gefangenschaft des Hauses Israel, des Hauses Juda, unter den Assyrern und den Babyloniern. Es geht um eine zukünftige Gefangenschaft, weil die Israeliten haben sich nie bekehrt. Aber sie werden sich bekehren, wenn diese zukünftige Gefangenschaft, wir sprechen allgemein davon, wenn wir von der großen Trübsal sprechen, wenn die hereinbrechen wird, hauptsächlich über das Haus Israel und das Haus Juda. Da heißt es, so wird der Herr dein Gott deine Gefangenschaft wenden, Vers 3, und sich deine erbarmen, und wird dich wieder sammeln aus allen Völkern, die dich der Herr dein Gott verstreut hat. Wenn du bis ans Ende des Himmels verstoßen wärest, so wird dich doch der Herr dein Gott von dort sammeln und dich von dort holen, und wird dich in das Land bringen, das deine Väter besessen haben, und du wirst es einnehmen, und er wird dir Gutes tun und dich zahlreicher machen, als deine Väter waren. Und der Herr, dein Gott, wird dein Herz beschneiden und das Herz deiner Nachkommen, damit du den Herrn, deinen Gott, liebst, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, auf dass du am Leben bleibst. Zukunft. Aber schauen wir uns auch an, was Gott gesagt hat, was geschehen würde, solange die sich nicht bekehren würden. Was geschehen würde, wenn sie weiterhin sich abwenden würden von Gott, wie das leider heute der Fall ist. Vers 7, aber diese Flüche wird der Herr, dein Gott, auf deine Feinde legen und auf die, die dich hassen und verfolgen. Aber wenn man sich nicht bekehrt, dann werden Flüche auch auf uns kommen, sagt er hier indirekt. Du aber wirst umkehren und der Stimme des Herrn gehorchen, dass du tust alle seine Gebote, die ich dir heute gebiete. Also das ist Zukunft. Es geht hier um eine zukünftige Gefangenschaft, aber dann um eine Bekehrung. Und dann werden die Israeliten die Gebote halten, die Gott ihnen damals, zur Zeit des Mose, geboten hat. Hört sich nicht so an, dass diese Gebote heute nicht mehr gültig sind. Hört sich nicht so an, dass man zum Beispiel heute die 10 Gebote nicht mehr halten braucht. Hört sich nicht so an, dass zum Beispiel heute der Sabbat nicht mehr gehalten werden muss, um nur ein Beispiel zu nennen. Die meisten des Hauses Israel tun das heute keineswegs. Die einzigen, die von Israel abstammend den Sabbat noch halten, mehr oder weniger, das sind die Juden. Es geht um eine zukünftige Versklavung hier, um eine zukünftige Gefangenschaft. Jeremia Kapitel 30. Schauen wir uns Jeremia Kapitel 30 an. Jeremia Kapitel 30 und Vers 3. Da heißt es, denn siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, dass ich das Geschick meines Volkes Israel und Juda wenden will. Ich glaube, diese Stelle hatten wir bereits gelesen. Also dann wird eine Wendung stattfinden. Das heißt, ich will sie wiederbringen in das Land, das ich ihren Vätern gegeben habe. Aber schauen wir jetzt Vers 7 uns an. Wehe! Schauen wir uns den Zeitpunkt an, wann das geschehen wird, wenn er das Geschick wenden wird, wenn diese Bekehrung stattfinden wird. In welchem Zusammenhang? Wehe! Es ist ein gewaltiger Tag. Seinesgleichen ist nicht gewesen.
Also diese Zeit, die noch kommen wird, die hat es vorher nie gegeben. Christus sprach von einer großen Trübsal, so gewaltig, so schrecklich, wie es sie nie gegeben hat und nie wieder werden wird. Und das ist genau der gleiche Zeitpunkt, von dem Jeremia hier spricht. Es ist ein gewaltiger Tag und seinesgleichen ist nicht gewesen. Es ist eine Zeit der Angst für Jakob. Darum geht es hauptsächlich. Die große Trübsal, der Zorn Satans wendet sich gegen die Nachfahren des Hauses Israel und Juda. Es ist eine Zeit der Angst für Jakob, doch soll ihm daraus geholfen werden, wenn es zu dieser Bekehrung kommt, aber nicht vorher. Es soll aber geschehen zu dieser Zeit, Vers 8, spricht der Herr Zebaoth, dass ich das Joch bezieht sich immer auf Sklaverei, auf Gefangenschaft, dass ich das Joch auf deinem Nacken zerbrechen will und deine Bande zerreißen. Sie werden nicht mehr Fremden dienen, sondern dem Herrn, ihrem Gott und ihrem König David, den ich ihnen erwecken will. Also auch hier wiederum wird deutlich gezeigt, wann dies geschehen wird. Vorher kommt noch eine Versklavung des Hauses Israel und Juda wegen ihrer Gottlosigkeit. Das werde ich in der nächsten Predigt näher behandeln müssen. Aber zunächst die Verse 22 bis 24. Da lesen wir, ihr sollt mein Volk sein. Ich will euer Gott sein. Siehe, es wird ein Wetter des Herrn kommen voll Grimm. Ein schreckliches Ungewetter oder Ungewitter wird auf den Kopf der Gottlosen niedergehen. Des Herrn grimmiger Zorn wird nicht ablassen, bis er tue und ausrichte, was er im Sinne hat. Zur letzten Zeit werdet ihr es erkennen. Das ist die Zeit, die uns unmittelbar bevorsteht. Wir sind dabei zu erkennen, was geschehen wird. Wir verkündigen ihnen, was geschehen wird. Hauptsächlich für das Haus Israel, das Haus Juda, aber dann auch für alle Nationen. Denn Gott wird sich auch mit denen dann beschäftigen, die gegen das Haus Israel und Juda zu Kriege ziehen. Sie versklaven werden. Die sind nämlich keineswegs gerechter als die modernen Nachfahren des Hauses Israel und Juda. Schnell noch Jeremia Kapitel 11. Und dann will ich kurz zu der Frage zurückkehren, wie wir sagen können, warum wir sagen können, dass heute Amerika Manasse ist und England und das britische Commonwealth Ephraim und wieso die so um 1800 herum an die Macht kamen. Aber zunächst einmal wollte ich Ihnen zeigen, was geschehen wird in der Zukunft. Jeremia Kapitel 11, die Verse 10 bis 12. Sie kehren zurück zu den Sünden ihrer Väter, die vor ihnen waren und die meinen Worten auch nicht gehorchen wollten und anderen Göttern nachfolgten und ihnen dienten. So hat das Haus Israel und das Haus Juda, klar und deutlich werden wiederum zwei Häuser angesprochen, meinen Bund gebrochen, die ich mit ihren Vätern geschlossen habe. Darum siehe, spricht der Herr, ich will Unheil über sie kommen lassen, dem sie nicht entgehen sollen. Und wenn sie zu mir schreien, so will ich sie nicht hören. Dann werden die Städte Judas und die Bürger Jerusalems hingehen und zu den Göttern schreien, denen sie geopfert haben, aber die werden ihnen nicht helfen, ihrer Not. Wie? Sollten wir der Ansicht sein, dass es heute Götzendienst in Israel gibt, im Staat Israel im Nahen Osten? Und bei den Juden, die in anderen Ländern leben? Absolut. Absolut keine Frage. Sie brauchen sich bloß mit dem jüdischen Mystizismus einmal auseinanderzusetzen. Und dann lesen wir auch in Jeremia Kapitel 5. Jeremia Kapitel 5, die Verse 19 und 20. Jeremia Kapitel 5, die Verse 19 und 20. Und wenn sie sagen, warum tut uns der Herr, unser Gott, dies alles, sollst du ihnen antworten, wie ihr mich verlasst und fremden Göttern dient in eurem eigenen Lande. Und wenn wir an Amerika denken und an England denken und uns anschauen, was da alles so vor sich geht, wo anderen Göttern gedient wird in diesen Ländern, so sagt Gott hier, so sollt ihr auch Fremden dienen in einem Lande, das nicht euer ist. Eine Versklavung, eine Verschleppung. In andere Länder wird hier angekündigt. Und jetzt heißt es in Vers 20, verkündet im Hause Jakob
und ruft aus in Juda und sprecht. Die Aufgabe der Kirche heute, dies zu tun. Dem Haus Jakob und Juda dies zu verkünden. Hört zu, ihr tolles Volk, das keinen Verstand hat, die da Augen haben und sehen nicht, Ohren haben und hören nicht. Und dann wird weiter erklärt, was geschehen wird. Darauf werden wir nächste Sendung eingehen. Aber jetzt schnell die Frage, wieso können wir so klar und deutlich behaupten, dass Ephraim und Manasse heute das britische Commonwealth und Amerika sind? Denken wir daran, was prophezeit wurde an Ephraim und Manasse. Es heißt, Ephraim sollte zu einer Menge von Völkern werden, Manasse zu einem großen Volk. Aber warum hat es so lange gedauert? Warum hat es bis 1800 herum gedauert, bis diese Segnungen anfingen, in Erfüllung zu gehen? Schauen wir uns 3. Mose Kapitel 26 an. Und das ist jetzt der technische Aspekt. Und ich versuche dies hoffentlich so klar wie deutlich darzustellen. 3. Mose Kapitel 26. Da wird angefangen in Vers 3 von Segnungen gesprochen, die geschehen würden, wenn die Israeliten, die Juden gehorsam sein würden. Nun, wie wir alle wissen, waren die aber keineswegs gehorsam. Die haben schwer gegen Gott gesündigt, sodass dann letztlich und letztendlich die Versklavung über beide Völkerschaften hereinbrach. Und so lesen wir angefangen in Vers 14. Werdet ihr mir aber nicht gehorchen und nicht alle diese Gebote tun, und würdet ihr meine Satzungen verachten und meine Rechte verwerfen, dass ihr nicht tut alle meine Gebote, und würdet ihr meinen Bund brechen, so will auch ich euch dieses tun. Und dann wird jetzt angeführt, was alles geschehen würde. Nun achten wir einmal auf folgende Wahrheit. Gott hatte damals Abraham bedingungslos die Segnungen für seine Nachkommen versprochen. Bedingungslos, weil Abraham der Stimme Gottes gehorcht hatte. Also Gott musste diese Segnungen erfüllen. Und zwar vor der Wiederkunft Christi. Aber es wird nicht gesagt, wann er es tun müsste. Zunächst einmal brachte er das Haus Israel und das Haus Juda ins gelobte Land. Aber dann, weil sie eben gegen ihn sündigten, hat er zunächst einmal die Segnungen nicht weiter an die ausgeschüttet. Aber er musste es nach wie vor tun. Wie ist es geschehen? Gott hielt die Segnungen für eine gewisse Zeit von Jahren von den Israeliten und den Juden ab. Zunächst einmal von den Israeliten, denn es geht ja darum, es war an Josef das Erstgeburtsrecht übertragen worden. Das Erstgeburtsrecht war das Recht für Besitztum. Wir hatten ja gesehen, dass das Zepter oder die Königsherrschaft an Juda gegeben wurde. Also Ephraim und Manasse, die Söhne Josefs, die waren die Erben des Erstgeburtsrechts. Aber wie hat jetzt Gott zunächst einmal diese Segnungen vorenthalten? In welcher Weise? Schauen wir uns einmal das Prinzip an, in 4. Buch Mose, Kapitel 14. In 4. Buch Mose, Kapitel 14 und in Vers 34. 4. Buch Mose 14 und Vers 34. Nachdem nämlich die Israeliten damals schon unter Mose stark gesündigt hatten, hat Gott ihnen Folgendes gesagt. Nach der Zahl der 40 Tage, in denen ihr das Land erkundet habt, das waren also die Spione, die waren 40 Tage lang im gelobten Land, kamen zurück, brachten also einen schrecklichen Bericht über das gelobte Land und dann wollten die nicht mehr einziehen. Nach der Zahl der 40 Tage, in denen ihr das Land erkundet habt, je ein Tag soll ein Jahr gelten, sollt ihr 40 Jahre lang eure Schuld tragen, auf dass ihr inne werdet, was es sei, wenn ich die Hand abziehe. Also hier bestand die Strafe darin, dass für 40 Jahre entsprechend der 40 Tage die Segnungen Gottes dem Volk Israel vorenthalten blieben. Achten Sie auf dieses Prinzip. Ein Tag für ein Jahr. Und auch
das Vorenthalten von Segnungen, wenn es darum geht, dass das Volk bestraft werden würde. Nun, was sollte mit Israel im Allgemeinen geschehen, wenn sie sündigen würden gegen Gott? Kehren wir zu 3. Mose 26 zurück. 3. Mose 26 und Vers 18. Wenn ihr mir aber auch dann noch nicht gehorcht, so will ich euch noch weiter strafen, siebenfältig, um eurer Sünden willen. Siebenfältige Bestrafung wird hier angedeutet. Das Wort im Hebräischen heißt Sheva. Und das heißt sieben. Nun, es kann sich auf eine erhöhte Intensität beziehen. Zum Beispiel im Buch Daniel, im 3. Kapitel, heißt es, dass der König Nebukadnezar sagt, ihr sollt diesen Ofen, diesen feurigen Ofen, siebenmal heißer machen. Das gleiche Wort wird hier gebraucht, das lesen Sie im 3. Kapitel von Daniel, Vers 19. Also es geht hier da um erhöhte Intensität. Es kann sich aber auch um erhöhte Qualität und Quantität, sage ich einmal, beziehen. Vielfältig in dem Sinne, dass es in einer Abfolge geschehen würde. Schauen wir uns einmal das Buch Sprüche an. Nur als ein Beispiel. In Kapitel 24, Sprüche 24 und Vers 16. Auch hier wiederum wird das Wort gebraucht, aber in einem anderen Zusammenhang. Es heißt hier, denn ein Gerechter fällt siebenmal und steht wieder auf. Aber die Gottlosen versinken im Unglück. Hier wird also jetzt ein siebenmaliges Fallen und Wiederaufstehen beschrieben. Es geht also hier nicht um Intensität hauptsächlich, sondern um die Quantität. Also dieses Wort kann in beiden Fällen gebraucht werden. Im Buch Daniel, im 4. Kapitel, wird auch wiederum gezeigt, wie dieses Wort im Hinblick auf das Vorenthalten von Segnungen, oder man könnte sagen, für Strafe, gebraucht wird. Daniel, Kapitel 4, und Vers 29. Daniel, Kapitel 4, und Vers 29. Da lesen wir, nachdem der König Nebukadnezar in seiner stolzen Weise jetzt sich gegen Gott erhob, da wird ihm gesagt, man wird dich aus der Gemeinschaft der Menschen verstoßen und du sollst bei den Tieren des Feldes bleiben. Gras wird man dich fressen lassen wie die Rinder und sieben Zeiten sollen hingehen, bis du erkennst, dass der Höchste Gewalt hat über die Königreiche der Menschen und sie gibt, wem er will. Also hier werden jetzt sieben Jahre angesprochen, während der König Nebukadnezar, aus der Gemeinschaft der Menschen ausgeschlossen werden würde. Er würde nicht mehr König sein. Also die Segnung des Königtums würde ihm vorenthalten werden während dieser Zeit und dann würde er nachher wieder zum Königtum gelangen, wie es auch geschehen ist. Jetzt kommt es noch zu einem weiteren Prinzip, das ich kurz anschneiden muss, und zwar im Buch Hesekiel Kapitel 4. Hesekiel Kapitel 4, die Verse 4 und 5. Hesekiel Kapitel 4, und die Verse 4 und 6, 4 bis 6. Hesekiel Kapitel 4, angefangen in Vers 4. Du sollst dich auf deine linke Seite legen, heißt es hier, und die Schuld des Hauses Israel auf dich legen. So viele Tage du so daliegst, so lange sollst du auch ihre Schuld tragen. Ich will dir aber, Vers 5, die Jahre ihrer Schuld auflegen, für jedes Jahr einen Tag, nämlich 390 Tage. So lange sollst du die Schuld des Hauses Israel tragen. Also auch hier wiederum das Prinzip, für jedes Jahr ein Tag. Oder ein Tag gleicht einem Jahr in biblischer Prophezeiung. Nun, wie ich sagte, das Wort Sheva, von dem wir eben gesprochen haben, kann sich auf Intensität beziehen. Es kann sich aber eben auch auf Quantität beziehen. Wenn wir es auf Quantität beziehen, bezieht es sich auf sieben Zeiten, auf sieben Jahre. Nun, ein Jahr im hebräischen Kalender hat 360 Tage. Mit anderen Worten, sieben Jahre wären dann 2520 Tage.
Und wenn wir jetzt das Prinzip herannehmen, ein Tag für ein Jahr, dann ergibt dies 2520 Jahre. Dieses Prinzip findet sich auch in anderen Stellen, wie zum Beispiel im Buch der Offenbarung. Da wird von dem ursprünglichen Reich, dem Römischen Reich gesprochen. Und auch da wird angedeutet, dass es, wenn es sich wieder erheben würde, für eine gewisse Zeit von Tagen existieren würde. Aber wenn man dies in Jahren umrechnet, da kennt man genau, dass es bis zu Napoleon so lange zunächst einmal existiert hat. 2520 Jahre, wenn man all diese Stellen zusammennimmt, sollten also die Segnungen dem Hause Israel, hauptsächlich Ephraim und Manasse, vorenthalten bleiben. Aber von welchem Zeitpunkt an sollte dies geschehen? Kehren wir zu 3. Mose 26 zurück. 3. Mose 26 und Vers 16. Da heißt es, so will ich euch auch dieses tun, wenn ihr also mir nicht gehorcht. Ich will euch heimsuchen mit Schrecken, mit Auszehrung und Fieber, dass euch die Augen erlöschen und das Leben hinschwindet. Ihr sollt umsonst euren Samen sehen und eure Feinde sollen ihn essen. Und ich will mein Antlitz gegen euch richten und ihr sollt geschlagen werden von euren Feinden, die euch hassen. Sie sollen über euch herrschen und ihr sollt fliehen, ohne dass euch jemand jagt. Zunächst einmal würde Gott sein Volk dadurch strafen, dass die Feinde über sie herrschen würden. Das geschah natürlich im Zeitpunkt der assyrischen Versklavung. Das geschah, als die Assyrer Israel eroberten und in die Versklavung führten. Das geschah in den Jahren 721 bis 718 vor Christus. Da hörten die Segnungen, die Israel bis zu dem Zeitpunkt noch hatte, auf. Und sie sollten für 2520 Jahre aufhören. Aber dann sollte Israel, weil eben Gott dieses unabdingbare, unabänderliche Versprechen an Abraham gegeben hatte, zu den Segnungen, den physischen Segnungen kommen. Das bringt uns ungefähr zu dem Jahr 1800. Nun, es ist kein Zufall, absolut kein Zufall, dass im Jahre 1800 herum sowohl das britische Commonwealth wie auch die Vereinigten Staaten von Amerika begannen, zu Macht und Ansehen zu gelangen. Ich möchte hier aus einem Buch von Herbert Armstrong vorlesen, die USA und Großbritannien in der Prophezeiung, wo er Folgendes sagt, wenn Sie eine Kopie davon haben, in deutscher Sprache erschienen, auf Seite 106. Um das Jahr 1800 spielten die Vereinigten Staaten von Amerika nur eine recht unbedeutende Rolle unter den Völkern der Erde. Sie umfassten lediglich die 13 ursprünglichen Kolonien sowie drei inzwischen hinzugekommene Einzelstaaten. Großbritannien indes besaß an Kolonien nur einen bescheidenen Teil Indiens sowie Kanadas und ein paar Inseln. Nach 1800 jedoch begannen diese beiden Staatsgebilde zu gewaltigem nationalen Reichtum und zu solcher Macht aufzublühen, wie dies noch keinem Volk der Erde beschieden war. Schon bald erstreckte sich das britische Reich rund um den ganzen Erdball. Stolz konnten die Engländer sagen, dass über ihren Besitzungen die Sonne nie unterging. Kanada, Australien, Südafrika erhielten den Status eines Dominion. Sie wurden freie und unabhängige Staaten mit eigenen Regierungen. So entstand jene prophezeite Menge von Völkern, verbunden nicht politisch in einem Großstaat, sondern einzig und allein durch den Thron Davids, wie ich sagte. Die Königin von England oder der König von England, die auf dem Thron Davids saßen und sitzen, die herrschen und herrschen auch heute noch über diese Länder, zumindest als nominales und nominelles Staatsoberhaupt. Ein wenig später schreibt er auf Seite 154. Auf welche Völker treffen diese Prophezeiungen genau zu? Diese Prophezeiungen von Ephraim und Manasse. Doch nur auf die USA und das britische Commonwealth. Mehr als die Hälfte des gesamten anbaufähigen, bestellbaren Landes der gemäßigten Zonen dieser Erde gelangte in den Besitz dieser beiden Mächte, und zwar hauptsächlich erst nach Beginn des 19. Jahrhunderts. Das reiche Ackerland zu beiden Seiten des Mississippi,
die riesigen Weizen- und Kornfelder in den Ebenen der Vereinigten Staaten, Kanadas und Australiens, das ausgedehnte Waldland im Nordwesten von Nordamerika und viele andere Teile der Erde, die Goldfelder von Südafrika, Australien, Alaska und den Vereinigten Staaten, die großen Kohlenbergwerke in Großbritannien und in den USA, gewaltige Ströme und Wasserfälle sowie andere natürliche Energiequellen und die darauf aufbauenden, blühenden Wirtschafts- und Industriegebiete in England und im östlichen Teil der Vereinigten Staaten, die Anbaugebiete erlesenster Obstsorten in Florida und an der Pazifikküste Amerikas. Alles das spricht dafür, dass das britische Commonwealth und die USA die Stämme des Erstgeburtsrechts sind. Welche anderen Nationen haben jemals über einen derartigen materiellen Reichtum verfügt? Und wie gesagt, dieser Reichtum fiel ihnen fast ausnahmslos erst nach Beginn des 19. Jahrhunderts zu. Denken Sie an den Kauf von gewissen Ländereien, dem berühmten Louisiana Purchase, der im Jahre 1804 oder 6 entstand. Für, wie man das so im Deutschen sagt, einen Apfel und ein Ei hat Amerika dies dann gekauft. Alaska fiel auf ähnliche Weise den Amerikanern zu. Und dann noch ein Zitat von Seite 158 des gleichen Buches. Und auch ich möchte hier mit diesem Zitat schließen und werde dann in der nächsten Predigt auf die schrecklichen Prophezeiungen eingehen, die allerdings jetzt in der unmittelbaren Zukunft Amerika und Großbritannien bevorstehen. Aber hier dieses Zitat. Jeder Atheist oder Agnostiker, und ich weiß, dass einige mir zuhören, die Agnostiker sind zumindest, Zweifler, wie jemand schrieb. Jeder Atheist oder Agnostiker sollte sich einmal ehrlich folgende Frage stellen. Kann eine andere Macht als die Macht des Schöpfers selbst Verheißungen niederschreiben lassen und dann diese Verheißungen Jahrtausende später genau zum versprochenen Zeitpunkt eintreten lassen? Wenn man das alles bedenkt, diese erstaunliche und überwältigende Bestätigung von Prophezeiungen und diese ehrfurchtgebietende Macht und Treue, die der allmächtige Gott hier zeigt, dann ist es schwer zu begreifen, wie die Erben dieser großartigen materiellen Segnungen diese Gaben einfach hinnehmen und sich genießerisch daran erfreuen können, während sie gleichzeitig Gottes Mahnung hinsichtlich ihrer Sünden einfach in den Wind schlagen, anstatt in sich zu gehen, ihre Sünden zu bereuen und sich in ernstem Gebet für alle Nachkommen Israels einzusetzen, um zu helfen, dass diese Menschen vor der bevorstehenden Gefahr gewarnt werden. Aber es wird dies leider für die meisten nicht geschehen, bis es dann zu einer gewaltigen Trübsal kommen wird und muss, um die Menschheit aufzuwecken. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ihr Norbert Link für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes.